Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt am Sonntag, den 26. September, ist Bundestagswahl. Und es ist eine Wahl, die entscheidet, in welche Richtung es geht. In eine Richtung der aktiven Industriepolitik oder in eine Richtung, der Markt regelt alles. Wir brauchen mehr Zukunftsinvestitionen oder geht es in eine schwarze Null. Diese Entscheidung müsst ihr treffen, Zukunft oder schwarze Null. Und wir brauchen eine Stabilisierung, Verbesserung unseres Sozialsystems. Stabile Renten oder weiterhin nur Privatisierung. Und am Ende ist es die Frage, wer bezahlt das alles? Deshalb brauchen wir ein gerechteres Steuersystem. Ein Steuersystem, was Reiche und Hochverdienende mehr belastet als Geringverdienende. Diese Entscheidungen stehen an. Deshalb müsst ihr am Sonntag wählen gehen und macht euer Kreuz bitte bei den demokratischen Parteien, weil es geht auch darum, dass wir ein demokratisches, solidarisches Land bleiben.